Pokémon for Nintendo. Game Freak presents. Pokémon Platin. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Let's Play. Let's Play Pokémon Platin Edition. Ich habe ja gesagt, nach Feuerrot, ich will auf jeden Fall mal in die nächste Generation. Für mich ist es was Neues, weil ich bisher immer nur bis Edition 3 gespielt habe. Generation 3 war ich natürlich. Ich habe jetzt mal weitergeklickt, sonst kommt immer wieder das Intro und das muss ich wegklicken und so. Ne, ich bin ja faul. Ja, hier gibt es insgesamt 210 Pokémon. Ist quasi eine Sonderedition hierfür nochmal, für diese Generation. Und man hat im Intro die drei Starter gesehen. Einmal, Entschuldigung, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, Chillast, ein Pflanzen-Pokémon, dann Panflame, den kenne ich sogar, und Plinfa, das sind die drei Starter-Pokémon. Und ja, das ist einfach das alte Pokémon, das bewährte Pokémon-Spielverlauf quasi. Also man ist eine Person, muss die 8 Arena durchzocken und dann die Pokémon-Liga. Also das kennt man, nur mit mehr Pokémon eben. Da muss ich mich jetzt noch ein bisschen gewöhnen. Und für mich ist alles neu, von daher, bitte schimpft nicht so mit mir, wenn ich Fehler mache. So, dann wollen wir jetzt auch mal anfangen mit Pokémon Platin. Ich freue mich. Hallo du, freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eibe, aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon-Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absoluten richtigen Adresse. Nein, lieber Professor Eibe, wir waren nämlich schon, wie gesagt, in der Generation 1, 2 und 3 tätig. Und haben dazu sogar Let's Plays gemacht, also wir wissen eigentlich viel über den Spielverlauf von Pokémon. Allerdings weiß ich, wie gesagt, nicht viel über die Pokémon hier. Das muss man so ein bisschen raus testen eben und macht schon Spaß, neue Pokémon zu sehen. Und ich werde mir wahrscheinlich viele, viele fangen und ich bin da auf eure Kommentare teilweise drauf angewiesen. Und ihr könnt mir einfach mal Tipps geben. Also wenn ich zum Beispiel, ich stelle glaube ich viele Fragen. So, keine Infos mehr. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. So, mach ich mal kurz mit der Maus. Bam! Wir Menschen leben mit den Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue? Willst du es wissen? Du hast ja noch nicht gesagt, du bist ein Professor oder so. Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? So, ja, letztes Mal in Feuerrot, da haben wir ein Mädchen gespielt. Jetzt will ich mal gerne wieder einen Jungen spielen. Der sieht ja auch ganz schnieke aus und so. Natürlich hier so eine kleine Eisbrüse. Oh, guck mal, wie sie läuft. Ach, ich dachte gerade mit ihrer Hand so. Ich bin. Nee, komm, dann nehmen wir mal ihn hier. Oh, du bist also ein Junge. Ja, richtig. Verrätst du mir auch deinen Namen? So, mein Name, mein Name, ja, mein Name. Robbo? Nee, warte mal. Ich nenne mich mal Robby hier. Robby, die Wildrobby. Was?
Nee, Ribby? Warum Ribby? Ich wollte nicht Ribby zurück. Mann, ey. Auf die Groß- und Kleinschreibung Scheiße war mal jetzt auf gut Deutsch gesagt. So, Robby. Hallo, ich bin's. Du bist also Robby. Oder Robby. Wir nennen uns Robby. So, ja genau, so heiße ich, Robby. Sehr schön, du bist also Robby. Ja, zum dritten Mal, ich heiße Robby. Das ist aber mal ein schöner Name. Und dieser junge Mann hier, ich glaube, das ist dein Freund. Wie er wohl heißt? Das ist aber, glaube ich, nicht mein Erzrivale. Ich glaube, ich bekomme einen anderen Erzrivalen. Das ist jetzt hier in diesem Sinne mein Freund. Mal sehen, inwieweit wir eine, oder wie unsere Beziehung zwischeneinander aussieht. Gary, ach du Scheiße, ist es doch mein Rivale? Marco, Jochen, Lutz. Lutz, what? Ich nenne ihn Bilbo. Ich nenne ihn einfach mal Bilbo. Einfach mal Lust drauf. Du wirst jetzt Bilbo von nun an heißen. So, Bilbo. Zack. Bilbo, sagst du? So heißt dein Freund also? Richtig. Natürlich ist das jetzt quasi diese Konversation, die wir führen, extra ein bisschen verdummt, damit man noch seine Einstellung wieder ändern kann, falls man sich das doch anders überlegt. Nun, Robby, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher. Genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet. Yes, und da freue ich mich natürlich. Jetzt werden wir animiert in das Pokémon-Spiel. Bumm. So, mal sehen, wo wir uns vorfinden. Ich glaube, bestimmt in einem Haus. Ja, das ist doch toll. Pokémon sind stets bei uns. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung dieser Worte. Dieses Vermerk hat aus der Kanto-Region nach Sinnoh gezogen. Blablabla, Eibe zurück. Mhm. Und damit beenden wir unsere Sondersendung. Fragt Professor Eibe. Ihr Jubelstart TV. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Oh ja, sehr schön. Der flimmert so. Oh, da ist ja Bilbo. Da bist du ja. Hey, Robby, hast du gerade im TV gesehen? Klar, du Professor Eibe ist ein super wichtiger Typ, der Pokémon erforscht, oder? Also muss er doch sackweise Pokémon zu Hause haben. Wir müssen ihn nur fragen und er gibt uns welche ab, bestimmt. Hm? Hey, ist das ein neuer PC? Wo war ich stehen geblieben? Oh ja, richtig. Also, wir gehen zu Professor Eibe und holen uns Pokémon. Ich warte da mal draußen. Mach schon, Robby. Nicht zu spät. Komm nicht zu spät, sonst musst du Strafe zahlen. Was? Ich muss Strafe zahlen? Ah, mein neuer PC. Robby liest die Information. Grundwissen über Pokémon. Menschen und Pokémon leben in dieser Welt. Dann, hallo? Da habe ich noch nicht mal Pokémon Platin drauf. Was ist das denn, ey? Ich will Pokémon Platin spielen, sonst bleibe ich hier für immer in meinem Zimmer. So, gehen wir mal runter. Ich laufe natürlich erstmal daneben. Ja, mein Fenster ist noch vom Emulator her sehr klein. Da muss ich erstmal eine Lösung finden, um das ein bisschen größer zu machen. Robby. Bilbo ist schon weg. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber er ist ziemlich schnell hinausgesaust. Okay. Gucken wir mal nach. Was guckst du so in der Glotze? Hallo alle zusammen. Hier ist die Zusammenfassung des Wettbewerbs. Der Gewinner des heutigen Stärkewettbewerbs. Ach, diese Wettbewerbe, die kenne ich auch noch aus Smaragd. Bei den anderen waren sie noch nicht vertreten. Aus der zweiten Edition und ersten... ich sag immer Edition, Generation. Ne? Robby, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon können dich angreifen, wenn du durch das hohe Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest, aber... Na, hast ja nicht. Pass auf dich auf, Liebling. Ja, Mama, Mensch. Hallo, ich bin hier gerade auf YouTube. Mann, hallo. So, eigentlich würde ich jetzt standardgemäß ins Gras laufen. Aber der Typ sagt dann, ich muss hier, ne? Er ist dann zu meinem Kumpel. Ich habe ein bisschen vorgezockt, aber nur zu der Stelle, wo man sich die Pokémon aussuchen kann. Und ja, ich finde schon die Animation, also wenn man das jetzt, sagen wir mal, ganz hart mit der ersten Generation vergleicht, ne? Da liegen schon Welten Unterschied zwischen. Und ich war wirklich nicht so auf dem Pokémon-Stand mehr. Ich habe mich dann für andere Sachen interessiert. So, gut, dann gehen wir mal oben links rein. Ich glaube, da wohnt der. Cool. Was ist da? Haus von Bilbo. Erinnert mich irgendwie ein bisschen so an Animal Crossing. Bums. Was? Wie? Oh, hey, Robby. Hey, ich gehe zu Professor Eibe und du kommst mit? Beeil dich. Ich komme.
Ah, I was vergessen. So, jetzt gehen wir ihm mal hinterher. Der kleine Demenzsack. So, das ist seine Mutter hier. Mutter von Bilbo. Oh, hi, Robbie. Du suchst bestimmt Bilbo. Er war kurz verschwunden und ist dann wieder nach Hause gekommen. Der Junge kann einfach nicht still sitzen. Was er jetzt wohl wieder vorhat. Ja, ist aber eine gute Eigenschaft, wenn man ein bisschen aktiv ist. Ich nehme besser auch meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Oh, hey, Robbie, ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Dollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Okay. Das ist ein kleiner Scherzbold hier. 10 Millionen Dollar, ich glaube. Kann ich schon... Nee, kann ich. Ich habe noch gar keinen Beutel. Ich kann noch nicht mal mein Startmenü aufrufen. Und Zweiblattdorf sind wir hier. Okay, cooler Name. Und mich würde auch... ich würde jetzt gerne schon eine Karte haben und mich richtig umgucken. Wenn es hier irgendwie so eine Möglichkeit geben würde, wie ich eine Karte organisieren könnte, schreib es in die Kommentare. Beziehungsweise, wenn ich es jetzt noch in diesem Part herausfinde, dann ist das eigentlich nicht mehr relevant, weißt du? Also gut, lass uns zu Professor Ibis Labor gehen. Dam, 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 da, da, dam, dam, dam. Was? Geh nicht ins hohe Gras, oder? Keine Sorge, kein Problem. Es macht nichts, dass wir kein Pokémon haben. Vertrau mir einfach. Ich habe da eine großartige Idee. Hör zu. Du weißt, dass wir die Pokémon dich angreifen, wenn du durchs hohe Gras läufst, nicht wahr? Ja. Also musst du schnell genug vom Fleck runter bis zum... Was? Bevor ein wildes Pokémon erscheinen kann. Wenn wir rennen, dann können wir Sandgeme erreichen, ohne auf ein wildes Pokémon zu treffen. Also bleib mir dicht auf den Fersen. Ne? Das ist keine gute Idee, würde ich mal so behaupten. So, los geht's. Auf die Plätze. Wartet. Hm? Ich kann den Text auch kaum vorlesen, weil er wirklich so minimal klein ist. Es tut mir echt leid. Ihr beide besitzt doch gar keine Pokémon, oder? Warum wollt ihr dann durch hohes Gras gehen? Punkt, 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 Punkt. Hey, Robbie. Dieser Opi, das ist Professor Ibe, habe ich recht? Was macht er hier? Sie wollten ins hohe Gras, weil sie Pokémon haben wollen? Was tun? Ihre Welt würde sich mit Sicherheit ändern, wenn sie Pokémon hätten. Wäre es richtig, wenn ich sie auf diesen Weg bringen würde? Naja, wenn man davon absieht, dass überall Pokémon auf der Welt verstreut sind und man nur einen Schritt tätigen muss und dann man dann vom Wilden angegriffen wird, würde ich mal behaupten, ja. Ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Also ich schon. Sicher lieben wir Pokémon. Ich frage euch noch einmal, ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Wie bitte? Das kann man uns noch 1000 Mal fragen. Die Antwort wird sich nicht ändern. Wir werden 1000 Mal antworten, dass wir Pokémon lieben. Stimmt doch, oder, Robbie? Yes. Ein paar sorglose Kinder, die einfach so ins hohe Gras gehen wollten. Und das ohne eigene Pokémon. Ich denke mal, ich denke mit Schaudern daran, was solche Leute mit Pokémon anstellen würden. Gute Frage, nächste Frage. Beziehungsweise ich würde damit natürlich wieder eine super Bindung aufbauen. Dann verzichte ich eher auf ein Pokémon. Denn ich war es, der unbedingt durch das hohe Gras wollte. Das nenne ich ehrlich. Also gut, ich vertraue euch beiden Pokémon an. Und ich entschuldige mich, dass ich euch getestet habe. Wie dem auch sei, was ist denn das für ein Test, Alter? Das ist ja total bescheuert. Ihr müsst mir versprechen, dass ihr euch nie wieder so gedankenlos in Gefahren bringt. So, wo habe ich nur... Das glaube ich unser Ernstrivale. Lucia. Professor Ibe! Sie haben ihre Tasche am See vergessen. Oh, stimmt etwas nicht? Ah, da ist sie. Du kommst genau richtig, Lucia. Ich wollte den beiden hier gerade ein eigenes Pokémon anvertrauen. Verzeihung, aber diese Pokémon sind schwer zu ersetzen. Sind Sie sicher, dass Sie sie abgeben wollen? Ach so, das ist hier die Sekretärin von dem Heini. Wir leben Seite an Seite mit den Pokémon und für jeden kommt einmal die Zeit, auf Pokémon zu treffen. Es gibt eine Welt, die man zusammen mit Pokémon entdecken sollte. Und für diese beiden ist heute die Zeit gekommen, hier und jetzt. Nur zu, öffnet die Tasche und wählt euer Pokémon. Wirklich, Professor Ibe? Ich kann es kaum glauben. Ich bin so glücklich, dass ich nur noch grinsen kann. Robbie, du kannst zuerst wählen. Hey, ich bin ja schließlich schon so gut wie erwachsen. Und da kann ich mal ruhig... Blablabla. Ja, toll, das alte Klischee hier. Ich darf zuerst wählen, sodass er dann das Pokémon nehmen kann, welches elementar überlegen ist. Was? Achso, ich soll da hingehen. Gut. Sieh mal, was hier sind Pokébälle. Okay, drei Pokébälle, wie gesagt, einmal Shelast,
Können wir mal draufklicken. She Last. Und dann natürlich den Penflame. Und Plinfa. Wer meine anderen Let's Plays gesehen hat, der weiß, ich bin so der Zerstörer-Typ. Ohne zerstören zu wollen, aber nein. Ich nehme die Pokémon, die auch cool aussehen, allerdings gute Werte haben und dazu auch coole Moves drauf haben. Und ganz ehrlich, wer ist der coolste von denen hier? Guck dir mal das Pflanzengesicht an. Guck dir mal das Feuergesicht an. Okay. Und hier dieses Eis. Natürlich, also Panflame entwickelt sich zu Panpyro. Sieht relativ cool aus. Ich habe hier links die Pokémon-Liste. Und dann die Weiterentwicklung zu Panferno. Das hört sich schon mal sehr cool an. Und wir nehmen mal hier Panflame. Zack. Dann wähle ich dich. Ich nehme Plinfa, das war ja klar. Obwohl, ich glaube, das ist so ein Eis-Wasser-Pokémon. Kann also auch Wasser-Attacken erlernen. So, die Konversation, die kann ich jetzt mal ein bisschen überspringen. Also, das können wir wirklich hier. Brauche ich nicht alles vorlesen, das würde sonst Jahre dauern. Und nun muss ich aufbrechen. So, der haut ab hier. Der alte Oppi. Professor, warten Sie auf mich. Okay, Sie auch. Es tut mir leid, lasst mich bitte durch. Ja, keiner stand im Weg, aber ich weiß nicht, warum sie sagt, lasst mich durch. Was sagst du dazu, Professor Eibe? Ist echt nett. Im Fernsehen sieht er immer so... Ich lese mal still mit. Erstmal. Hehe, Robby. Nun besitzen wir beide ein Pokémon. Bist du bereit? Ja. Ich wollte... Die Zeit ist endlich gekommen. Robby, ich fordere dich zu einem Kampf heraus. Das war so klar und offensichtlich. Okay, mein erster Platin-Fight hier. Wow, sieht gar nicht so schlecht aus, die Animation. Tut mir leid, ich... cool. Ich werde dich platt machen. Panflame! So, Kampf. Kratzer und Silberblick haben wir. Okay. Setzen wir erstmal Kratzer ein. So. Heuler, unser Angriff geht nach unten. Naja, gut. Davon werden wir jetzt nicht sterben, hoffe ich mal. Was zum... Das tat weh. Aber jetzt kommt doch nicht jedes Mal diese gleich... jetzt kommt doch nicht jedes Mal diese Bemerkung hier von dem Trainer. Alter, hör mal auf, meinen Status immer zu senken. Komm schon, Volltreffer. Ah, nimm den Kratzer in dein Gesicht. Kann es auch mal eine andere Attacke machen? Und nochmal Kratzer. Ich weiß nicht, ob wir direkt Level 6 sind, aber wenn der... Der ist ja eigentlich auch Level 5. Nicht eigentlich, der ist ja Level 5 und eigentlich müsste es so sein. Niemals, wir machen weiter. Wir erreichen jetzt erst unser Maximum. Ab jetzt setzt er wahrscheinlich Kratzer ein. Vorher, wie gesagt, oder Pfund hat er, okay. Da wird noch ein spannender Kampf hier. Ich hoffe, sie gewinnt jetzt. Er gewinnt jetzt nicht. Na gut, er setzt nochmal Heuler ein. Die KI ist hier anscheinend auch nicht gerade hoch, obwohl das wäre ziemlich OP, wenn ich schon, wenn er gleich am Anfang schon ja die ganze Zeit nur Pfund einsetzen würde. Dann wäre es nämlich ein Kampf auf Augenhöhe. Und das Problem ist immer, ich habe immer Unglück. Beziehungsweise der Gegner hat Glück und er würde mich dann killen. Instant killen. So, Pfund. Oh oh. Es hat viel abgezogen. Komm, Kratzer könnte jetzt ein Volltreffer werden, wird's aber nicht. Nochmal Pfund. Panflame in Gefahr. Panflame. Und ich konnte gar keinen Spitznamen ihm beibringen. Ah, scheiße, wir verlieren auch. Nein. Habe ich... Na, ich habe nur Kampf. Scheiße, mach einen Volltreffer, sonst habe ich verloren. Nein. Das gibt's doch nicht. Ich habe verloren. Ich habe die ganze Zeit Kratzer eingesetzt. Das gibt's doch nicht. Ich habe verloren. Ah, aha, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Dieser Kampf hätte auch anders ausgehen können. Das war knapp. Aber ich sag dir eins. Kämpfen macht unglaublich viel Spaß. Also gut, ich gehe nach Hause. Ich bin total erledigt und mein Pokémon braucht auch Ruhe. Man sieht sich, Robby. Scheiße, Alter. Jetzt habe ich verloren. Wie peinlich, Alter. Ich fange ein neues Let's Play an und verliere gleich. Ach, Mama hat mich wieder aufgezogen. Meine Pokémon aufgetankt. Mami, was ist denn los, Schatz? Du liebes bisschen... Du hast, das hast du alles erlebt? Du und Bilbo können von Glück reden, dass ihr auf Professors Eibe getroffen seid. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen wäre. Naja, so viel zu erleben war, gab's da wahrhaftig eigentlich nicht. Wer weiß, wo diese wilden Pokémon alles in der Lage sind. Wozu meine ich? Robby, ich denke, du solltest Professor Eibe einen Besuch abstatten. Er lebt doch in Sandgeme, oder? Da du jetzt nicht mehr ohne Pokémon dastehst, ist das hohe Gras auch nicht mehr so gefährlich. Ja, sehr schlaues Mädchen. Oh, ich habe hier noch etwas für dich. Oh, die Turbo-Trader vielleicht? Yes, the Turbo-Trader! Sehr gut, damit können wir jetzt nämlich schneller rennen. So, ich
Guck mal, lalala. Ah, komm, das kann ich. Also, wenn ich das jetzt alles vorlesen würde, ich weiß ja, was das für ein Effekt. Ne, wo kann ich denn das Start aufrufen? Nein, lass mich in Ruhe. Ja, bla, 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 bla. Oh Mann, jetzt liest sie mir das nochmal vor hier. Zack. So, hier kann ich rennen. Sehr gut. Das Startmenü kann ich momentan noch nicht aufrufen. Na gut, gucken wir dann mal später. Oder muss ich hierfür vielleicht darauf irgendwie? Nein. So, ich würde sagen, das reicht jetzt mal für den ersten Part. Wir sind hier in Zweiballertdorf. Frische und Freiheit genießen wir hier. Und das sieht hier doch eigentlich sehr, sehr eilernd aus. Oh, hier ein kleiner Teich. Ich wüsste mal gern, welche Pokémon da so drin sind. Und ja, im nächsten Part gehen wir in das nächste Örtchen zu Professor Eibe und werden da mit ihm reden. Wahrscheinlich bekommen wir Pokobälle und werden dann mehrere Pokémon fangen. Wir sehen neue Pokémon und ich freue mich dann auf den nächsten Part. Pokémon Platin. Bis dann.